Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vom Farmmanager 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind jetzt hier bei der Ernte meines Erdbeerfeldes. Und ich habe irgendwo Pilze auf dem Feld, das finde ich auch nicht schön. Ohne Maschine, einfach los, pflück da mal die Dinger. So, welches Feld hat denn Pilze? Das Feld hat Pilze, sehr schön. Dann machen wir hier einmal Spritzen, auswählen, Gehmittel gegen Pilze. Ich brauche 2 Liter, warten wir mal ab. So. Und hier sagen wir mal bitte grubbern. Leider von Hand, weil wir keinen Flug kaufen können. Und das machst du erstmal du. Und du. Und du. Und die andere wird da dann spritzen. So. Arbeiten. Ich glaube, das dauert eine ganze Weile, bis das hier fertig gepflügt ist. Aber dann haben wir das Feld wenigstens auch ordentlich vorbereitet. Dafür, dass dann auch die Äpfel gut wachsen dort. So. Weil hier werden wir jetzt auch. Der Ernteertrag wird recht gering sein. Aber es wird die eine, die muss jetzt, die ist dann fleißig dabei, ne? Also wirklich eine, die das dann erntet, eine, die das dann. Und alles von Hand, weil wir es einfach nicht anders können. Na gut, da wird ein bisschen Zeit ins Land gehen und zwischendurch müssen wir die Erdbeeren nochmal pflücken. Und wenn dann das Feld wieder da ist, dann ist das auch in 27 Tagen schon wieder da. Geerntet 147 Erdbeeren. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hier spritzen, auswählen, du auswählen gegen Pilze und ab dafür. Na, Pilze im Feld ist es nie gut. Also man könnte vielleicht auch Pilze verkaufen, aber so. Immer 99, genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel Gras haben wir denn jetzt. Das legen wir mal da oben hin. Dann könnte ich ja jetzt sie eigentlich wieder anwerfen und sagen, 100%, nee, nimm 440. Das kapiere ich noch nicht ganz. Wie das hier mit der Produktion, wie die Einstellung der Produktion ist. Nimmt sie jetzt einmal 100 Gras und zieht das durch bis zum Schluss? Ich, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. So, naja gut. Das ist, so sieht dann also Pflügen aus per Hand bei auf dem großen Feld. Mit 3 Mann. Mit unterschiedlicher Motivation anscheinend, aber gut. So, sie spritzt jetzt hier. Und wenn sie fertig ist mit Spritzen, dann ist auch bald... Vertreibe die Vögel, die dein Feld zerstören. Okay, was? Wo? Wo denn? Was? Vögel? Vertreibe ich den Vögel? Hä? Achso, durch draufklicken. Alles klar. Was ist das denn für ein Quatsch? Okay, gut. Ja. Wir haben Vögel vertrieben. Durch draufklicken. Ist ja auch nicht nett, wenn man auf die Vögel draufklickt. So. Hier geht es jetzt schon wieder richtig los. Jetzt hat sie denn nur 44 Gras jetzt hier genommen? Ist das jetzt da drin? Ich kapiere es einfach nicht. Kapieren tue ich das wirklich nicht. Wie das funktioniert miteinander, das muss man mir nochmal ganz genau erklären. So, jetzt wird hier wieder fleißig gegrubbert. Oder gepflügt. Und 2 Mann. Oh, da geht was vorwärts. Wo ist denn das dritte Männchen dazu, was denn hier noch was arbeiten soll? Ah, da haben wir ja dann schon immerhin 10% geschafft. Na gut, das wird noch eine Weile anhalten. Also die Bäume, die pflanzen sich wahrscheinlich im Winter. Wie sieht es hier aus mit dem Spritzen? Arbeit hält noch, dauert noch an. Die holt sich gerade. Wo sehe ich eigentlich den aktuellen Prozess der Arbeit hier, ne? Also bei wie viel Prozent die sind, das sehe ich hier nicht, ne? Um dann entscheiden zu können, ja, lohnt es sich das jetzt noch abzubrechen oder lassen wir es lieber, ne? Aber eigentlich doch nie, bei ihr sehe ich doch nie. Das ist ihre Motivationskurve hier. Aber den aktuellen Prozess sehe ich nicht, ne? Naja, das geht runter. Ach, das ist ja der Prozess hier. Ah, okay. Na, dann hat sie ja noch nicht viel geschafft. Beim ersten Mal spritzen. Na, das ist ja top. So. Kann ich jetzt mal ganz kurz hier mal. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Hier, Liane Cooper ist zwar. Das kostet 1400 die Maschinen zu geben und das kostet 1200 Pflanzen, okay. Weil dann wäre man nämlich dann, ich weiß ja gar nicht, ob der denn, kostet mir der mir dann mehr, weiß ich nicht. Weil dann wäre man nämlich ordentlich in die Leute investieren und die dann auf Level 5 bringen, früher oder später.
glaube, das lohnt sich dann. Achso, hier muss ich meine Erdbeeren, die muss ich verkaufen. Die haben ja so ein ganz kurzes Haltbarkeitsdatum. Haltbar bis zum 1.9. Eieieiei, dann los, ab zum Markt damit. Markt. Verkaufen. Erdbeeren. Ich hoffe, dass man jetzt beim Erdbeeren verkaufen. Naja, gut, okay. Kuhmilch, so viel wie ich habe, bringt auch mal 3000 Hühnereier, so viel wie ich habe. Nee, doch, das könnte, so langsam ist der Laden hier im positiven Bereich, aber wir müssen natürlich noch ein paar Maschinen müssen wir noch dazu kaufen. Also ich wäre echt dafür, dass wir noch einen Flug, einen Gruber mindestens haben, damit wir und irgendeine Erntemaschine früher oder später, damit wir dann hier alles bewirtschaftet kriegen. Aber das wird wahrscheinlich im Kapitel 6 oder so dazukommen. Bis dann ärgern wir uns, dass wir hier das von Hand machen. Aber ich möchte es gern gepflügt haben, das Feld. Einfach, wenn ich da jetzt einmal Apfelbäume drauf mache und das vorher nicht richtig gepflügt habe und nicht richtig kultiviert habe, habe ich die ganze Zeit, während die Apfelbäume da draußen wahrscheinlich einen Produktionsmalus. So. Noah, Time. Naja, dann, wer ist sie denn? Wo ist es denn? Du würdest gerne pflanzen. Es kostet mich dann nichts. Das ist immer ein gutes Event. Das finde ich gut. Dann hat er auch bald Pflanzen 5. Aber ich kann ihm wahrscheinlich nichts Neues beibringen. Das ist natürlich schade, ne? Wir müssen uns dann wirklich Maschinen und Pflanze ausruhen für die Pflanzheinis und dann Tierzucht und Maschinen für die anderen. Also damit ich jeden auf die Maschine setzen kann, wenn es dann mal sein muss, aber dass er in seinem Spezialgebiet wirklich komplett ausgebildet ist. Aber bei den Erdbeeren hat das ja echt richtig was gebracht, ne? Sag mal, wie lange muss denn die hier noch? Muss doch mal langsam fertig sein hier. Hohen Qualität ist echt scheiße, ne? Jetzt scheint sie fertig zu sein, aber den Pilzbefall haben wir immer noch, oder wie? Pilz auf dem Feld. Bespritzung dauert an. Naja, gut. Mal gucken, wann das Symbol ist. Es ist weg. Gut, hier werden wir dann nochmal... Warte mal, nee, wir werden hier nochmal eine bessere Besserung vornehmen, ne? Von Hand, du. Arbeiten. Hast da 15 Tage Zeit. 13 Tage. Also dann wird es auch erst das abpflücken und dann wird sie ganz alleine das Feld bearbeiten. Da. Das wird schief gehen. Ach, dann nehme ich hier mal einmal alle von den Flügen weg, setze alle da auf die Ernte und mal lass die Ernte schnell machen. Und dann flüge ich das hier wieder weiter. Geht ja nicht anders. Und die muss ich dann aber auch flügen hier, die drei, ne? Und grobern und alles. Wenn du alles von anmachen lassen willst, ne, dann brauchst du einen Haufen Leute. Das ist wohl so. Vielleicht müssen wir noch eine Arbeiterkarte bauen. So, dann haben wir jetzt kurzzeitig nochmal 4 Mann mehr einstellen, die dann uns vielleicht unterstützen. Wie viel haben wir jetzt hier schon geschafft? Naja, dann gehen wir vom Drittel mal aus, wenn wir dann optimal uns das vorstellen. Ich mit den Bäumen will ich da erstmal lassen noch, weil die bringen, glaube ich, durchaus mal Geld. Weiß zwar nicht warum, aber sie tun's. Und das ist dann schon mal nicht schlecht, wenn man eine kontinuierliche Geldquelle hat wegen irgendwas. Da würde ich sogar noch mehr Bäume pflanzen. So. Ja, sie rennt hier dann ab und zu mal weg. Also, sie ist recht unmotiviert, muss man sagen. Also, da geht immer ziemlich schnell die Kraft aus der armen Dame. Dafür, dass sie so toppig dabei unterwegs ist, ne, und dann wirklich den Ertrag erhöht. Naja. So, jetzt haben wir hier 3.500 Gärfutter. So, dann machen wir das mal aus hier. Weil die 417 Gras möchte ich gerne noch behalten eine ganze Weile. Aber wir haben 3.500 Gärfutter. Also da können wir ja wirklich jede Menge Kühe mitnehmen. Wird doch mal. Gibt es hier noch irgendwelche Schwangerschaften hier? Das würde mich jetzt noch glücklich machen, wenn wir jetzt mal ein paar mehr glückliche Kühe hätten. Wie kann ich denn eigentlich in den Stall reinstellen maximal? Tierring Leute 2 von 6. 6 Tiere maximal. Alles klar. Mehr geht da nicht. Das ist natürlich. Okay, gut. Naja, nehmen wir mal so als gegeben hin. Also muss dann hier nochmal einmal der Kinderdoktor kommen und hier muss er zweimal kommen, dann sind die Ställe voll. Na gut, okay. Das kann ich akzeptieren fast. Das Problem ist, dass wahrscheinlich die Ernte nicht auch Ewigkeiten dauern wird. Ich weiß auch nicht, ob diese 100
50.000 oder 100.000, die da dazu kamen, oder 130.000, weiß ich gar nicht. Ob die vielleicht sogar ein Kredit waren, müssen wir mal nachgucken, ne? Ne, war kein Kredit. Schulung Bankwesen abschließen. Mhm. Schulung, erneuerbare Energie, okay, praktische Schulung. Okay. Oh, 10% weniger bezahlen für die Maschinen, das könnte gut sein. Lagerverwaltung, Kapazität um 10% erhöht. Arbeitsrecht, vergrößert die Außerarbeit. Das ist nicht schlecht. Dauert 3 Tage. Was ich mit meiner Arbeit hatte nicht kann, aber das ist nicht schlecht. Wenn ich die Ausdauer da mal ein bisschen erhöht kriege, die 500 Dollar, die gebe ich da gerne für aus. Damit die hier ein bisschen länger arbeiten alle, also 10% länger, das ist, wenn sie sonst 8 Stunden arbeiten, arbeiten sie fast 9 Stunden, ne? Also 8,8 Stunden. Und das ist schon, das schafft man vielleicht schon mehr. Also ein bisschen, nicht viel. Was dürfte gehen? So. Wollen sollen sie auch noch? Das kann ja noch werden. So, Tiere sind bereit zur Fortpflanzung. Na, gucke an. Da haben wir es doch schon. Na, komm her. Die 2000 gebe ich gerne aus. So, dann machen wir jetzt so wieder das Lager leer. Marktplatz, Verkauf. Und zwar nehmen wir Gärfutter nicht, Milch. So viel wie geht. Hühnerei, so viel wie geht. Verkauft. So, wo sind wir denn? Bei 51.000, also sogar drüber. Über dem, was wir hatten. So, bei Gärfutter, guck mal, Gärfutter, was bringt uns denn das? Naja, gut, wenn wir da jetzt alles verkaufen, bringt uns das ganze 1000. Das ist nichts. Das ist nichts, also das ist dann nicht. Nicht im geringsten dafür, dass geeignet wird, was wir brauchen. So. Aber ich werde nochmal noch, genau, ich will mal noch ganz kurz mal in den Handel gehen und mir ein bisschen Spritzzeug kaufen, falls ich es dann mal wieder brauche, dass ich dann nicht warten muss. Kaufen. Schulung beendet, Schulung über Arbeitsrecht, okay. Wahrscheinlich ist das, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas gemacht, was ich noch gar nicht machen sollte, weil ich es eigentlich noch gar nicht wissen kann. Pflanze gegen Pilzen kaufen wir nochmal 10 Liter extra. Oder machen wir mal 25 Liter. Kaufen wir von jeder Sorte hier 25 Liter. Ja, kostet halt Geld, aber willst du machen? Keine Ahnung, wo du sonst noch das Geld. Achso, meine Arbeit hat natürlich nochmal Geld gekostet. Aber wenn wir jetzt Ende des Monats. Ach, hier guck mal, da müssen wir mal was ernten, ne? Verbleiben 2 Tage. Das sind schon fertig hier? Und beim 4 Tage? Nee, noch nicht. Ein bisschen brauchst du noch, alles klar. Ja gut, aber wenn das dann fertig ist, dann gehen die 3 erstmal wieder dahin, ne? Oder alle 4 eigentlich. Wäre nicht schlecht, obwohl hier kommt auch in 3 Tagen das Feld. Eieiei. Er kommt in 6 Tagen. Kommt in 22 Tagen. Also gleich müssen wir hier mal diese Grubber-Geschichte müssen wir mal abbrechen. Müssen wir mal ernten. Ganz schnell, ganz viel. So. Feuchtigkeit, naja gut, nicht ganz optimal, aber beim nächsten Mal. Bodenqualität. Geht auch mal weiter runter, ne? Die Frage, ob ich das, wenn ich die Feuchtigkeit anhebe, ob das dann hilft oder nicht hilft. So, ernte mal. Und ihr... Ja, brech die Arbeit mal ab, oder? Und so, sie erntet hier wieder fleißig. Habe ich eigentlich einen. Nee, habe ich keinen. Doch, habe ich. So, wir können ja nochmal hier dann so übers Ganze gucken. Machen wir mal ein kurzes Foto, ne? Damit wir was Schönes wieder haben für ihn. Das sieht doch gut aus. So. Foto vom Hofen wieder gemacht. Ja, man muss ja alles dokumentieren. So, hier, da kann man auch ernten, da kann man auch ernten. So, und das ist natürlich dann jetzt die Ernte 140 Erdbeeren. Okay. So, dann werden wir hier jetzt sagen, wir werden ernten. Und zwar nehmen wir hier dich. Gibt's noch euch beiden? Also los, ab dafür.
Kommt ja gleich Lupine hier nämlich dazu. Wir werden die anderen beiden dann ernten. So, jetzt. Wir ernten das hier ab und dann müssen wir hier das dann auch komplett durchkultivieren. Aber das machen wir dann alles über den Winter. Da haben wir ja Zeit dazu. Ich weiß nur nicht, ob es geht, im Winter zu pflügen oder so. Ob man dann solche Arbeiten durchführen kann. Das ist noch eine Frage. Muss noch beantwortet werden. Aber hier auf jeden Fall, Bodenqualität, Feuchtigkeit ist gut, Fruchtbarkeit ist Mittel, ne? Da müssen wir natürlich was gegen tun. Aber Fruchtbarkeit geht halt hoch mit wie gepflügt ist und wie kultiviert ist. Ich weiß nicht, ob ich die Bodenqualität dadurch auch höher kriege oder. Nee, die kriege ich durch Dünn, glaube ich, höher, ne? Ja, die Bodenqualität kriege ich durch Dünn höher. Aber hier kann ich nicht düngen. Muss ich denn doch mal die Erdbeeren irgendwann rausrupfen? Hier würde ich eigentlich ganz gerne nochmal kurz bewässern. Macht das mal schnell, ihr beide. Und dann geht ihr hier drauf. Wenn ihr da bewässert habt. So, wie sieht das jetzt hier aus? Mais. Kriege ich dann nachher am Ende auch eine Anzeige, wie viel Mais ich habe? Weiß ich nicht. Aber Erdbeeren haben wir 140 Stück. Die können wir erstmal verkaufen. Eieiei. Verkaufen, das bringt Geld. Nicht Agrochemie, sondern Erträge. Und zwar Erdbeeren. Mais haben wir 300 Kilo. Oh, sehr gut. Das hält sich bis nächstes Jahr. Im Juli. Gut. Alles verkaufen. Naja, wir haben schon mal ein bisschen mehr vom Erdbeerfeld gekriegt. Aber 1624 ist auch okay. Verkauft. So. Die sind dann bestimmt fertig. Dann können die hier doch... Genau. Friedhelm und Liane gehen dann mal ganz kurz da drauf und... ernten das ab. So. Wieso sieht denn das aus, als wenn das jetzt komplett gepflügt wäre? Ist es doch eigentlich noch gar nicht. Fangen die denn nochmal komplett neu an, wenn ich das abbreche? Oh, ich hoffe nicht. Das ist ja schon ein Teil gepflügt gewesen. Ja, ich weiß, hier ist was erntereif. Da sind wir noch dabei. So, wann ist das erntereif? In 14 Tagen. Naja, dann kommen wir zwischendurch zum Gras ernten. Wie lange ist das denn erntereif? Bricht das dann irgendwann mal weg oder so? Also vergammelt die Frucht? Mal gucken. Wie sind das hier? 0, also 20 mal 32 Meter. Okay, also das ist natürlich ein bisschen größer hier, ne? Da ist das ordentlich was drauf zu tun. Aber da das so bestimmte Prozentzahl des Geflügtes ist, hat er sich gemerkt. Ich bin ja gut, das ist ein Pilz auf einem deiner Felder. Nein, was soll denn das jetzt wieder? Ich habe gerade keinen Mitarbeiter, ich kann gerade nicht. Nichts dagegen tun. Muss ich dann mal, wenn die hier fertig sind mit Ernten, kriege ich denn hier Strom mit runter oder? Weiß ich gar nicht. Moment, gucken wir mal. Weizen, Mais. Was ist denn das hier? Das ist Lupine, ne? Lupine haben jetzt 40 Kilogramm im Lager. Da kriegen wir aber auch kein Stroh. Ziegenmilch. Aber Lupine kriegst du kein Stroh. Also Lupine ist eigentlich, dachte ich eigentlich immer, ist Grünpflanze, ne? Mais ist okay. Na gut. Es ist, es erzeugt Stress durch Arbeitskräftemangel. Wenn wir das jetzt alles hier mit dem Trecker machen könnten, wäre okay, ne? Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt so, wie kann ich denn eigentlich irgendwo selber was hin transportieren oder so? Kann er den zum Verkauf? Nee, hat er mich nie gefragt, ob ich das selber mit dem Trecker und einem Hänger machen möchte, ne? Also quasi das Zeug auch noch liefern. Aber vielleicht gibt es da mal Lieferaufträge, ne? Sagt dann so eine Bäckerei, hey Mensch, kannst du für mich mal was vorbeibringen oder so? Weiß ich nicht, ob es das gibt. So, wenn die Jungs hier fertig sind, mit der Maisernte, guck mal hier, mach mal schneller hier. Muss ich, jetzt ist gerade ein bisschen, es sind einige Tasks zu tun, aber ich habe keine Leute dafür, ne? Keine Ahnung, Erdbeeren mit Pilzen, ob das schmeckt? Glaube nicht, ne? Werte Nachbarn, sieben Hühner auf dem... Ja. Die nehme ich an. Sag, die wird einmal hier gewonnen. Also die 4000 Dollar, die waren ja schnell verdientes Geld. Oder 5500, nicht Dollar, sondern Euro. So, das Feld ist quasi jetzt abgeerntet hier. So, 1500, 6 mal Mais haben wir gekriegt. Machen wir es mal langsam hier. Jetzt müssen wir hier nämlich mal ganz kurz spritzen. Du und du auswählen gegen Pilze. Arbeiten. So, ab dafür.
Ja, ja, ihr kriegt jetzt richtig zu tun. Das sind auch noch 7 Tage verbleibend. Okay, dann schicken wir die beiden jetzt erstmal dahin. Und lassen die an. Dann machen wir hier die 7 Tage. Dann lassen wir die da. Oh Gott. Ah, so viel zu tun. Und das ist ja dann auch gleich wieder fertig hier, ne? Das Erdbeerfeld können wir ja dann demnächst auch schon wieder. Naja. Also, quasi ernten. So, Tiere sind bereit zur Fortpflanzung. Das ist immer schön. Dann ist der Stall nämlich komplett voll. Komm mal her. Dann kann der nämlich da ordentlich was machen. So. Das ist an sich fertig. Die müssten jetzt bloß noch zurückgehen, glaube ich. Voll motiviert oder so. Das ist auch fertig. Lupine ist komplett geerntet. Okay, dann gehen wir jetzt aufs Grasfeld und sagen Ernte auswählen. Habe ich nicht mehr. In die anderen beiden. Oh, ist das nicht fertig geerntet? Ernte einbringen. Ist fast fertig, oder? Das dauert noch 11 Tage, okay. Nee, ist noch nicht. Irgendwie noch nicht fertig. Na gut, ja, warten wir dann nochmal ab. So, jetzt haben wir aber. Wo haben wir den Mais denn drin? Ne? Also, wir haben jetzt ein Silo gebaut, weil wir 1400 Kilogramm Mais produzieren. In einem 60.000 Liter Silo. Silo, naja, gut. Da war Papa mal ein bisschen, sagen wir mal, etwas voreilig. Was machen sie denn jetzt noch? Ach, jetzt kriegen wir hier doch noch Stroh zusammen. Alles klar, dann sind die beiden dann noch eine Weile beschäftigt. Dann werden wir hier erstmal die anderen beiden erstmal hier drauf beschäftigen, dass sie denn hier was tun. Arbeiten. Das kann ich ja dann abbrechen kurz und dann kann ich ja die anderen dann noch zuweisen. Gehen wir ja hin. Gut, wir haben wieder 22 Minuten. Wir haben sehr viel zu tun. Also wir haben jetzt zumindest so ordentlich Ernte eingebracht. Wir kriegen hier wahrscheinlich noch ein bisschen Stroh dazu. Ist auch nicht weiter schlimm, das kann man ja auch mal noch mitnehmen. Keine Ahnung, ob ich das denn damit fermentiere oder ob ich das verkaufe. Wir werden sehen, oder ob das einfach so im Stall gebrauchbar ist. Was jetzt im Herbst los ist, ob man im Herbst vielleicht bestimmte Sachen gar nicht mehr machen kann, wie zum Beispiel Erdbeeren. Die wachsen für gewöhnlich, ne, im Herbst, also ab Oktober wachsen die nicht mehr bei den Temperaturen. Gras wächst wahrscheinlich durchgängig, aber wir können dann wahrscheinlich hier mal die ganze Feldarbeit und das mal alles durchgehen. Und dann mit einem Pflug und einem Gruber vielleicht irgendwann mal rechnen. Hoffen wir mal das Beste, dass uns das Spiel das irgendwann erlaubt, das zu kaufen. Das war eine Folge vom Farm Manager 2018 hier auf SteelGames Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und oder einen Daumen nach, ein Abo. Ein Daumen nach oben ist ein Like, ne? Alles klar. Dann tschüss.